11 auf eigene Faust fast könnte man meinen. Sie stehen nun etwas verlassen rum, unsere drei Helden. Doch zum Glück, es gibt dann noch den bestens bekannten Finnisch Galaktik, er fängt sich als erstes bestimmt, also es ist richtig. Tatsächlich mir. Hinlei, wann geht's los zu Nebswo? Tatkräftig klatscht er in die Hände. Zwei große Augen und ein Strahlgesicht sehen seinen besten Freund, den jungen Rädelsführer zu Westerburg, fragend an. Svino steht unter Strom und ist zu allem bereit. Klar suchen wir unsere Freundin, meint Hinlei bestimmt, aber jetzt wäre ich erstmal für Ratschläge dankbar, wie wir das anstellen. Vulva, wie setzt man die gewonnenen Erkenntnisse und Daten sinnvoll in die Tat um? Der junge Ruba verzerrt daraufhin seinen Antlitz und verfärbt sich etwas Richtung Lila, ein klares Zeichen, dass er sich nach Kräften seinen Kopf zerbricht. Nach jedem seiner Pus ist jedoch klar, dass er keine zündende Idee findet. Auch Junior-Telematiker Mikkel Silva, der sonst immer was Brauchbares beisteuert, murmelt lediglich: Warten ist auf jeden Fall das Schlechteste, er zückt seinen Com. Schon wieder eine SMS vom Tunnel Gamma I, von seinem Boss, Nialinesu? Ich glaube, brummt Mikkel, deshalb es ist am besten, wenn ich mich mal wieder auf der Arbeit sehen lasse. Gibt anscheinend viel zu tun. Außerdem er macht eine Pause, vielleicht findet der gute alte Nialias von oben. Superglas klarkommen mit wir. Jubiliert sofort jemand Bestimmtes. Doch Mikkel wiegelt ab. Er schüttelt den Kopf, ihr kennt doch meinen Chef. Der ist leicht, wie soll ich es am besten formulieren? Überanstrengt, hat am liebsten nur seine Rechner um sich. Ihr könnt aber nachkommen. Ich werde den Meister aller Hocks mal vorsichtig auf Besuch vorbereiten. Ist immerhin schon 3 Jahre her. Bin mir aber sicher, er kennt zumindest dich noch, Svino Galaktik. Eine Mischung aus Stolz und Peinlichkeit ist in Svinenys Gesicht zu erkennen. Auch heute ist sein Clip auf manchen Sites noch gefragt, auch wenn er längst aus dem Scherz verschwunden ist. Außerdem, warum soll er sich für seine Performance von damals schämen? War doch der Hit, zu jener Zeit. Also ist das beschlossene Sache. Mikkel haut vom Fleck weg ab. Vorbitte hat er eh noch nie zum Lernen gebraucht. So sind Einzelgänger eben. Hinlei und Finnisch machen sich rüber in den Schultrakt. Geschichte der Emilie steht auf dem Programm, schon bald, in einer halben Stunde. Beide wissen, dass es sich um ein lockeres Multispezies-Wahlfach handelt. Genau das Richtige jetzt. Gleichzeitig wird es das erste Wiedersehen mit Hexiopalk, ihrem alten Interregionskommunikationslehrer. Woje, normalerweise würden sie da zu dritt einlaufen, wie damals, aber jemand Wichtiges fehlt leider. 30 Minuten später Getuschel auch hier im bunten Haufen. Genau wie vor 3 Jahren wird der Kurs wieder von einigen Ruba und Emits besucht. Die Militärtechnik-Fraktion, Harold und Konsorten, fehlt selbstverständlich. Hexiopalk, mittlerweile 153 Medianjahre alt und damit ein Veteran, selbst für Emit-Maßstäbe, ist überfordert. KRK, PTRR, RCKLK, TSTP schnalzt er. Seine kurzen Reptilienarme halten ein Taschentuch fest. Manchmal tupft er sich damit ab. Er rumst hinter sein Pult. Das Gemurmel nimmt dadurch noch mehr zu. Schließlich krächzt er nur hervor, dass alle Schüler die ersten 2 Kapitel des Unterrichtsbuches, sprich Viacom, lesen sollen. Dies kommt Hinlei und seinem besten Freund gelegen. Bleibt doch so mehr Zeit zum Nachdenken. Hoffentlich hat Mikkel Erfolg, murmelt der erstere. Ja, oh, hat er, tuschelt der zweite zurück. Auch das stärkste Aussinn eines Plans braucht Strategie, oder zumindest eine zündende Idee, und genau die fehlt. So ist nach der Doppelstunde der Kopf zwar zerbrochen, allerdings ohne greifbares Ergebnis. Beide, sowohl Svino als auch Hinlei, haben jetzt keinen Bock mehr auf weitere Fächer. Hexio war gerade so auszuhalten, aber jetzt Militärtechnik ohne seinen Freund, aber dafür mit der anderen Gang? Niemals. Bleibt nur die Alternative abhängen in der Kantine,
oder rüberschlurfen in den Wohncampus. Aber gerade im Speisesaal würden sie wohl von Fragen neugieriger Jahrgangsgenossen gelöchert werden. Deshalb ziehen sie sich nur einen Snack aus dem Automaten. Etwas gefrustet schleichen sie dann zusammen nach drüben, Richtung Zimmer. Hinleis kaum vibriert. Sofort sieht er nach. Ja, genau das hat er gebraucht, eine SMS von Mikkel. Njal hätte da was gefunden, ist zu lesen. Er soll doch demnächst mal den Wesplei anschüren. Hinleib blinzelt auf der Stelle, bin auf dem Weg ein und raunt Richtungs Wiene heute schon was vor. Wieder mal Lust auf ein bissel Telematik. Neugierig schaut ihn sein bester Freund an. Tatkraft blitzt aus seinen Augen. Hinlei sieht das und strahlt ja Svenor. Es geht wieder los. Ja, ruft er, krächzt der Junge rüber zurück. Dann spinnten beide raus zum Rocktalplatz des Alanes. Oh Backe, Hinlei. Unmöglich vorherzusehen, und doch so war ein Riesenfehler. Genau auf diesen Schritt haben deine Feinde nur gewartet.